Je älter ich werde, desto bewusster werde ich regionalistisch oder fast provinziell, wenn Sie wollen. Ich glaube, dass die Welt überall die ganze Welt ist. Nicht im Sinne von heil, sondern im Sinne von komplett. Dass Sie also in jedem rheinischen, in jedem brandenburgischen, in jedem ostpreußischen Dorf die ganze Welt finden. Es kommt etwas anderes hinzu, was ganz unliterarisch ist, wahrscheinlich nur mit dem Alter zusammenhängt, dass ich anfange, die Erde, aus der ich gemacht bin, ja immerhin, und das ist alles nördlich Köln, kein einziger meiner Vorfahren war je südlich Köln oder östlich Essen, dass ich anfange, sie zu lieben. Ich liebe die Dörfer hier merkwürdigerweise, früher mochte ich sie nicht. Die Häuser, die Erde, die Kirchen, die Landschaft, den Himmel. Ich mache auch keine Studien, das interessiert mich gar nicht als konkretes Material. Nur als Stimmung und als, sagen wir, als fast im physikalischen Sinne der Himmel und die Luft, die Lichter, die sehr niederländisch sind und mich sehr oft sowohl an Bosch wie an Rembrandt wie an Bruegel erinnern. Das Niederländische, die linksrheinische Variante des Deutschen. Literarische Globetrotter sind Böll verdächtig. Ohne Standort, ohne Standpunkt kein Stil. Auch kein Horizont, kein Blickfeld, keine Perspektiven. Ich komme einfach, weil ich ein Haus irgendwo auf dem Land habe, sehr oft durch bestimmte Dörfer und fahre dann auch von dort aus einfach durch die Gegend mit dem Auto. Ich besichtige das nicht. Ich nehme es einfach auf. Natürlich auch die Häuser, in denen die Leute wohnen, ihre Gesichter, aber wie gesagt, nicht im Sinne der Besichtigung. Köln war ganz sicher in seiner architektonischen Repräsentation und in seinem ganzen Lebensgefühl, wie ich sagte, so mit seinen Märkten und Gässchen und Kneipen, war es sicher eine niederländische Stadt. Köln ist auch die Pilgerstadt für die Menschen gewesen. Und das empfinde ich nach, wenn ich mit dem Auto hier zurückkomme nach Köln über die kleinen Hügel, die es umgeben, und sehe dann plötzlich da die Kathedrale ganz weit vor mir. Kann man das nachempfinden, was Köln für die Menschen hier in der Umgebung bedeutet hat, als Pilgerstadt, als fromme Stadt mit unendlich vielen Kirchen und Klöstern und gleichzeitig als verrufene Stadt, die Stadt der Prostitution und der Bordelle auch. Und beides war sowohl Grund für Anbetung wie für Verachtung, das heilige Köln wie das dunkle, verrufene, finstere Köln, das immer, immer existiert hat, von der Römerzeit bis auf den heutigen Tag. Die Türme des Doms halte ich immer noch für überflüssig. Sie sind ja auch ein künstliches, patriotisches Werk als Symbol der deutschen Einheit. Dieses riesige Turmgetue kommt mir ein bisschen künstlich und pathetisch vor. Nicht diese Perfektgotik. Romanische Kirchen charakterisieren Köln. Und der Rhein versteht sich. Ein Strom männlichen Geschlechts. Böll ist am Rhein geboren und aufgewachsen. Über den Rhein hat er geschrieben, nachgedacht. Es ist schon fast etwas Mythisches an so einem großen Fluss, der immer wieder kommt und immer vorbeifließt. Der scheinbar dauert, im Grunde genommen aber nie der gleiche ist, denn das Wasser geht ja weg und kommt. Es ist die dauernde Präsenz und doch nicht die Dauer. Das Vergängliche und immer wiederkommende. Und dann natürlich ein schon bewusstes Erlebnis, die ungeheure Freiheit, die so ein großer Strom einfach mit sich bringt. Er bringt sie mit sich.
das Vergängliche und die Dauer. Das Gegenwärtige und das, was gewesen ist. Ansichten und Einsichten sind nicht denkbar ohne Erfahrung. Böll begründet, was er im Hinblick auf heute und morgen sagt, mit Erfahrungen, die er gemacht hat. Häufig in immer neuen Zusammenhängen spricht er von seiner Kindheit, von den Eltern, von Köln vor dem Krieg. Wäre ich in Rommerskirchen oder, was weiß ich, Aldekerk oder in Kleve aufgewachsen, wäre wahrscheinlich Kleve oder dieses Dorf oder dieses Städtchen für mich genauso wichtig. Ich glaube, dass das zusammenfällt mit der Jugend, weil die Optik eines jungen Menschen ja doch nicht beschränkt ist, aber sich auf die Umgebung beschränkt, die ihm vertraut wird, Familie, Schule, Freunde, Mädchen, das ist Köln. Jahrgang 1917. Will man das Verhältnis zu seinen Eltern beschreiben, muss man nach altmodischen Vokabeln suchen. Respekt, Achtung, Liebe. Böll erinnert sich oft. Auch in Aufsätzen ist häufig von der Mutter, vom Vater die Rede. Das ist mir gar nicht so bewusst. Das ist eigentlich für mich selbstverständlich. Ich habe da gar nicht sehr viel drüber reflektiert. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich bewusst die Wirtschaftskrise erlebt habe. Und dadurch, weil ich sah, wie schwer mein Vater es hatte und auch meine Mutter, eine damals unbewusste Solidarität entstand. Also ich habe niemals diesen berühmten und fast schon verpflichtenden Abwendung vom Vater- oder Elternhaus empfunden. Niemals. Meine Eltern haben auch meine Freiheit nie einzuschränken versucht. Auch religiös etwa nicht, obwohl sie beide wohl sehr gläubig und sehr fromm waren. Keinerlei Druck ausgeübt, etwa Kirchgang kontrolliert oder solche Dinge, das gab es einfach nicht. Insofern ist es auch für mich möglicherweise bei mir besonders stark, weil ich der Jüngste war, ist es auch das Erlebnis der Freiheit, gleichzeitig frei zu sein und auch eine gewisse Geborgenheit, gleichzeitig, die nicht zur ideologischen Verpflichtung gemacht wurde. Beunruhigungen bleiben nicht aus. Eindrücke, Beobachtungen, die er nie vergessen sollte. Wir wohnten so draußen in einem, sagen wir, kleinbürgerlichen Vorstadt-Villenviertel, das aber begrenzt war von zwei Wohnblocks, in denen Funktionäre der damaligen SPD wohnten mit ihren Kindern, zum Teil auch kommunistische Funktionäre, und mit denen spielte ich natürlich und sehr ausgiebig. Aber da kam nie eine Milieufeindschaft auf. Das muss an meinem Vater gelegen haben, der gar nicht dazu neigte, den Herrn zu spielen, und obwohl er einen Betrieb hatte mit zeitweise 14 bis 20 Arbeitern. Es lag ihm einfach nicht und auch meiner Mutter nicht. Und wir waren eigentlich sehr vertraut mit diesen Leuten. Natürlich gab es einige Milieuvergleiche, wenn ich in die Wohnung kam und merkte, wie meine Spielkameraden damit schon sehr befasst waren, mit der unmittelbaren finanziellen Not und der Sparsamkeit und der Pfennigrechnerei. Das lernte ich dann später kennen, nach dem Jahr 1930. Mein Vater wurde sozusagen an den Rand des Ruins gebracht durch irgendeinen Bankkrach. Er musste das Haus verkaufen und wir mussten ganz schnell weg und mieteten eine Stadtwohnung. Von da ab habe ich dann sehr bewusst die wirtschaftliche Not gespürt, zu Hause und in der Schule, auf dem Schulweg. Und zwischen 30 und 33 dann schon in einer ganz erheblichen optischen Realität Straßenkämpfe zwischen Nazis und Kommunisten. Das mischte sich in Köln mit merkwürdigen Elementen und es gab riesige Schmugglerkolonnen und Schmugglerviertel hier, die Zigaretten aus Holland und Belgien hereinschmuggelten.
Die kosteten einen Pfennig oder einen halben Pfennig. Und ich weiß noch, dass ich für meinen älteren Bruder oft Zigaretten mitbringen musste. Da kosteten eben 100 Stück eine Mark. Es war enorm. Die standen so an den Ecken rum wie später die Schwarzhändler. Das war eigentlich das gleiche Element. Und dann gab es Blockaden geradezu ganzer Straßen durch die Polizei oder den Zoll. Vor allen Dingen sehr viele Straßenhändler gab es immer hier. Straßenhändler, die irgendwo ein Tuch ausbreiteten und verkauften, was weiß ich, Bälle oder Messer, ganz billig. Das war ein Element dieser Zeit. 3 Jahre später. Keine Straßenkämpfe, keine Auseinandersetzungen mehr. Das Bild hat sich geändert. 1. Mai 1933. Ich erinnere mich ganz genau der Straßenecke, an der ich stand mit meinem Bruder. Und da marschierte also dann der ganze Verein auf. Und es hatte etwas gleichzeitig Brutales und Lächerliches. Dann kamen enorme SA-Kolonnen, wie wir sie schon von vorher kannten. Also diese Mischung von Brutalität, Gewalt, ausgesprochen böser Gewalt und Lächerlichkeit, die ist mir wirklich unvergesslich. Das habe ich an diesem 1. Mai 1933 gesehen. Und das zweite für mich sehr einprägsame Erlebnis waren Verhaftungen einiger Freunde meiner Brüder aus der katholischen Jugendbewegung, die dann wiederkamen nach einem Jahr oder 2 Jahren, ich weiß nicht wie lange, vielleicht auch nach einigen Monaten, und sehr, sehr schweigsam waren, nichts erzählten. Dann der 30. Juni 1934. Ich sammelte wie viele Jungs damals Zigarettenbildchen. Und da gab es in einer bestimmten Zigarettenmarke gab es eine Serie, ich weiß nicht den Titel, da waren lauter hohe Naziführer in Uniform. Sehr billig, bunt, also braun, schwarz oder wie sie gerade angezogen waren. Und ich sortierte dann, das erinnere ich mich dann, nach dem 30. Juni, alle aus, die ermordet worden waren. Das war dann eine ganze Menge sehr, sehr prominenter Landsknechtstypen. Da wurde mir schon klar, dass da etwas passiert war, sehr dumm ausgedrückt, etwas sehr Entscheidendes. Und auch das Verhalten der Umwelt, etwa der Reichswehr, der Kirchen und so weiter, die also diese Bartholomäusnacht, wenn Sie so wollen, stillschweigend hinnahmen. Damit war der Terror wirklich etabliert. Das dritte optisch für mich sehr eindrucksvolle Erlebnis war die Besetzung des Rheinlandes. Dann marschierte also die Reichswehr in die Rheinlande ein und das habe ich gesehen. Ich habe den Einmarsch der Truppen über die Hohenzollernbrücke in Köln mitgemacht, habe mir das angeguckt. Und da wusste ich also, jetzt ist wirklich Feierabend. Und dann kam ich sehr bald selber rein in diese ganze Geschichte. Ich war erstens schon vorher im sogenannten Reichsarbeitsdienst, den ich auch als eine reine Terrororganisation in Erinnerung habe und war dann schon Soldat, als der Krieg ausbrach. Ich kann heute nicht sagen, ich bedauere diese Zeit. Das gibt es einfach nicht. Man hat sein Leben gelebt. Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, ich möchte dieses Leben nicht gelebt haben, wenn man es überlebt. Natürlich habe ich mich draus zu halten versucht. Ich war Soldat und habe versucht, alles Mögliche versucht, nicht in die Gegenden zu kommen, wo geschossen wurde. Ich habe diese ganze Zeit, da ich einfacher Soldat blieb, mit Arbeitern verbracht. Denn das ist der Status des nicht beförderten Soldaten, ist der Status eines Arbeiters. Er wird ja auch als Arbeiter verwendet, behandelt. Wir haben monatelang, habe ich Bunker mitgebaut, da am Westwall, also Beton gekacht und gekippt und Steine zerschlagen. Mit Soldaten, zum Teil mit Kriegsgefangenen zusammen, sowjetischen oder polnischen. Und da bin ich mit einer
materialistischen, im positiven Sinne materialistischen Aspekt des Lebens vertraut geworden, den ich nicht kannte. Nicht? Die bürgerliche Erziehung ist ja idealistisch. Viele habe ich dieser Art kennengelernt, die mich fragten, also, was willst du eigentlich? Ist doch wunderbar hier. Ich habe im Monat bisher 30 Mark verdient mit Familie. Jetzt bin ich Unteroffizier und kriege 150 und kriege noch Sold und lebe gut. Was wollt ihr? Nicht? Diese Konfrontation des nackten Materialismus, was ich nicht diffamierend meine, mit einem bürgerlichen Idealismus, der in der Auseinandersetzung mit Ideen bestand. Ich habe denen dann immer gesagt, na wartet mal, wenn wir erst alle nach Russland kommen oder so, ob euch das dann noch so gefällt. 7 Jahre Lanzer, 7 lange Jahre bei Kriegsende Obergefreiter. Die negativen Erfahrungen des Soldaten Böll überwiegen. Der ganze Drill und diese irrsinnig sture und wie ich fand, dumme, ständige Infanterieausbildung. Jedes Mal, wenn man wieder zurückkam, muss man wieder eine ganze Grundausbildung von vorne machen. Und natürlich die Erlebnis der Okkupation. Ich sah ja, was in Frankreich passierte. Die Ausplünderung eines ganzen Landes. Am bittersten habe ich empfunden, die totale Isolation von der französischen Bevölkerung. Es gab eben nur eine ganz bestimmte Schicht von Menschen, mit denen wir zusammenkamen. Es waren Kollaborateure. Aber auch nur das geringste, ernste, unnationale, menschliche Gespräch war völlig undenkbar. Ich bin dann so Mitte 43 in die Sowjetunion gekommen. Ich habe den Krieg dann auch in dieser Form erlebt. Wobei das Männererlebnis Front, obwohl es natürlich blutig und grausam war, auch für mich immer, ich muss es leider sagen, es klingt makaber, etwas Lächerliches behalten hat. Dieses Pathos und diese eigentlich dumme Spielerei. Im Grunde ist der Krieg, da wo er Krieg ist, viel, viel dumme Spielerei, viel Angabe. Dummheit, blutige Dummheit, sinnlos, vollkommen sinnlose Aktionen, von denen jeder wusste, dass sie sinnlos waren. Der eigentliche Aspekt des Krieges war für mich die Bombardierung der Städte. Ich kannte meine Frau schon vor dem Krieg, wir haben dann im Krieg geheiratet und die ganze Männerdummheit und Männersinnlosigkeit wurde mir immer bewusster, wenn ich also die bombardierten Städte sah als Soldat. Das ist ein vollkommener Irrsinn. Die Frauen und Kinder in den Städten hatten es ja viel, viel schlimmer. Viel schlimmer als sogar ein Soldat an der Front. Als wir Köln wieder sahen, weinten wir, hat Böll gelegentlich in Erinnerung an seine Heimkehr notiert. Die zerstörte Stadt habe Ernst und Größe gehabt. Ich glaube, im Oktober 1945 sind wir hier nach Köln gezogen wieder. Die letzten Reste sind kaputtgeschmissen worden im März 1945. Das hatten wir also noch nicht gesehen. Die völlige Zerstörung des berühmten Kölner Panoramas, bis auf den Dom eben, der lächerlicherweise übrig blieb. Ich glaube, dass die amerikanischen Bomberkommandos, ich weiß nicht, ich kann es nicht beweisen, ein gewisses Touristendeutschland verschont haben. Zum Beispiel Heidelberg, zum Beispiel den Kölner Dom. Und ich sehe darin eine besondere Variante der Barbarei, dass man sich also nicht leisten kann, den Kölner Dom kaputt zu schmeißen, weil the Cathedral of Cologne ja ein internationales Signum ist. Auch diese Erkenntnis gehört für mich zum Krieg. Diese peinliche Art, bestimmte Dinge zu verschonen, wenn man Wohnviertel nicht verschont. Mir kamen dann auch nach dem Krieg die nicht zerstörten Städte sehr anachronistisch vor. Und das sind sie ja auch geblieben. Das Leben der Bundesrepublik, auch das geistige Leben,
ist er aus den zerstörten Städten gekommen. Aus Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt. Merkwürdigerweise aus den Großstädten überhaupt. Während die heile Provinz, die klassische Imaginierung der heilen Welt, eigentlich nicht viel beigetragen hat zum deutschen Geistesleben. Das heutige Köln ist für mich nicht so interessant. Ich bin eigentlich noch hier, weil ich die Niederlande so nah habe, ja. Und weil es mich nirgendwo anders so hinzieht, dass ich weggehen würde. Das ist eigentlich der einzige Grund. Im Übrigen finde ich Köln so interessant und uninteressant wie Stuttgart und Frankfurt und so die mittleren Großstädte, die alle ja fast gleich wieder aufgebaut worden sind, gleich langweilig, gleich hässlich, von einer erschütternden Hässlichkeit. Böll vergisst nicht. Böll sieht mit, was er gesehen hat. Die neuen Städte wie Grüfte über den Scherben der alten. Die Gegenwart gibt selten Antwort auf die Vergangenheit. Es gibt das Kölnische. Das meiste daran ist mir ausgesprochen peinlich. Ausgesprochen peinlich, weil es so museal ist. Wir leben ja in einer ganz anderen Zeit. Es gibt natürlich Kölner, die ich nie so als so furchtbar liebenswürdig empfunden habe. Die meisten finde ich wahnsinnig arrogant. Es gibt also hier Erscheinungsformen des Vulgären, gab's und gibt's, die schon großartig sind, so wie richtig der Pöbel alter Städte nur sein kann. Nur alter Städte. Der eigentliche Kölner Karneval, der wie gesagt improvisiert ist, der, wo sie ungeheuer viel Witz in den Kostümen und in den Äußerungen der Leute auf der Straße entdecken können, ist eine großartige Sache, die auch noch ist, da ist, seltsamerweise noch geblieben ist. Aber das andere, das nach außen gekehrte, finde ich unbeschreiblich peinlich. Peinlich, peinlich. Diese ganze widerwärtige Spießerklicke, die daran Geld verdient und das entsprechend organisiert, die finde ich also schon mehr als zum Kotzen. Ja? Diese Bierdunst heiseren Berufskarnevalisten finde ich grauenhaft. Da wird etwas, was nicht exportabel ist, zum Exportartikel gemacht. Aber im Übrigen erlebe ich den Zeitgenossen auf eine sehr alltägliche Weise. Nicht? Bis vor 4, 5 Jahren oder auch länger fiel mir auf, wie mürrisch die Leute sind. Freudlos. Also etwa in der Straßenbahn, wenn man sie so einfach sieht oder über die Straße geht, durch eine sehr dicht begangene Straße, so in der Stadtmitte. Ich habe den Eindruck, das wechselt. Sie sind fröhlicher, munterer, etwas entirrationalisiert. Es bleibt der Eindruck des Angestrengten und des Menschen, der keine Zeit hat. Es ist eine dauernde Zerstückelung. Der bleibt nicht nur im Gesichtsausdruck und im Habitus und in der Hast, die man so beobachtet, auch privat, auch was mich selber betrifft, was meine Freunde, meine Bekannten betrifft. Das Leben, das ja eigentlich im Feierabend besteht und im Sprechen und Spielen und sich Freude und Freunde machen, als etwas Nebensächliches zu behandeln, das finde ich fürchterlich. Und insofern empfinde ich die moderne Gesellschaft nicht als so wahnsinnig erfreulich, wie sie uns in der Reklame und auch in der Statistik dargestellt wird. Diese immer wieder präsentierte Wirtschaftswunder ist eigentlich auf Kosten dieser Menschen produziert worden, indem sie dauernd in Bewegung gehalten wurden, dauernd wieder verlockt wurden und wenn ihnen die Absurdität dieser Existenz, die eigentlich immer wieder darin besteht, Dinge zu konsumieren, die nach 3, 4, 5 Jahren wieder weggeschmissen werden, da kommt eine große Bitterkeit. Ich weiß also nicht, ob dieses Entspannte, dieses etwas Fröhlichere, was ich auf den Gesichtern sehe, ob das einfach der Ausdruck der Jugend ist, die ja
auch unter sehr extremen Umständen sich amüsiert und froh ist, oder ob es ein Wandel im Gesellschaftlichen ist, weiß ich nicht. Heinrich Böll steht der jungen Generation im Übrigen nicht unkritisch gegenüber. Er ist bereit zu verstehen, aber er macht auch Einwände. Er äußert Bedenken. Ich sehe in dieser sexuellen Revolution, die also, sagen wir, mit Gruppensex und völliger Eifersuchtslosigkeit und unromantisch, scheinbar unromantisch, das Problem zu lösen sucht, auch darin sehe ich eine Romantik, den immer wieder unternommenen Versuch der Menschheit, paradiesische Zustände zu schaffen. Ich glaube eben nicht, dass dieses Paradies erreichbar ist. Und wenn Sie jung sind, wissen Sie noch nicht, denken Sie noch nicht daran, wie Sie mit 35 leben werden. Ist eine sehr banale, aber auch reale Tatsache. Es betrifft auch Ihre Affinität zu den Rauschmitteln. Auch das sind ja eigentlich Paradieseswünsche. Es gibt ja die berühmten künstlichen Paradiese von Baudelaire schon. Es gab in der Romantik, gerade in der Romantik, eklatante Versuche, sich durch Rauschmittel und auch durch Promiskuität ein Paradies zu verschaffen. Ich sehe Sie noch nicht alt. Ich weiß nicht, wie Sie mit 30, 35 aussehen, ob Sie als Wracks irgendwo im Krankenhaus liegen oder in der Ecke sitzen und Trottel sind. Ich fürchte, es sind Täuschungen und die schlimmste Täuschung, eine geradezu kriminelle Täuschung, entsteht durch die Kommerzialisierung der Probleme. Insofern finde ich die Popularisierung der reinen Mechanisierung des sexuellen Kriminellen, wie sie durch unsere Massenmedien erfolgt, etwa durch die Illustrierten, das ist fürchterlich, was da angerichtet wird. Es ist eine Dummheit, ausgesprochene Dummheit. Die Menschen werden regelrecht betrogen. Sie werden um etwas betrogen, was von dem ganzen sexuell-erotischen nicht rauszunehmen ist, um ihre eigenen Ideen der Verwirklichung. Sie übernehmen irgendein Klischee, probieren das aus, was weiß ich was. Und ich fürchte, sie fallen dabei auf die Nase. Ich denke, dass viel Heil und Heilung im Erotischen, auch im Sexuellen, liegt. Aber unmöglich ohne Spiritualität. Ich fürchte, es sind Enttäuschungen und bittere Enttäuschungen werden kommen. Ich glaube, dass jeder Mensch einen Anspruch darauf hat, geradezu einen Anspruch darauf hat, dass diese Dinge geheim bleiben. Die Veröffentlichung sämtlicher intimen Details halte ich schon für eine Verletzung dieses Geheimnisses. Und auch die Zudringlichkeit der modernen Massenmedien. Ich muss das respektieren, auch als Autor. Auch meinen Romanfiguren gegenüber respektiere ich das. Ich glaube nicht, ich glaube, die These ist mal vertreten worden, dass eben sexuelle Vorgänge so seien wie Essen oder Trinken. Ich weiß nicht warum, vielleicht ändert sich das. Aber da sehe ich zu viel Eindringen in die Geheimnisse eines Menschen. Auch in seine Gewohnheiten, seinen Stil, seinen Habitus. Das ist auch die Gefahr der Fotografie, des Films, der Massenmedien. Zudringlichkeit. Ich bin also auf die altmodischste Weise diskret und für Diskretion und halte Diskretion nicht für ein bürgerliches Privileg, sondern für ein menschliches. Es jedem Arbeiter zusteht, aber auch einem Bankier. Nicht nur die Illustriertenpresse schneidet im Urteil Bölls negativ ab. Er beklagt, dass die meisten Publizisten mit dem Trend, mit der Mode gehen. Die kritische Arbeit der Presse, so meint er, erschöpft sich im Detail. Da sehe ich gar keinen Unterschied, keinen großen Unterschied zwischen etwa der Springerpresse und der übrigen. Und natürlich hat die Springerpresse eine bestimmte Artikulationsweise. Diese Mischung von Nationalismus und Frömmigkeit, die ich also grauenhaft finde, peinlich.
Aber dieselbe Mischung von Nationalismus und schon fast pfiffischem Atheismus ist mir genauso peinlich. Ich finde auch, dass die meisten Journalisten, die Jüngeren, so zwischen 25 und 40, im Grunde einverstanden sind. Böll vermisst die eigene Sprache jener Generation, die heute Verantwortung trägt. Die eigene Sprache und den eigenen Stil. Sie könne sich nicht artikulieren, auch im Nebensächlichen nicht. Ich beobachte auch meine Altersklasse in der Politik. Da gibt es ja nicht viele. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass also die zwischen 45, sagen wir zwischen 40 und 55 jetzt die Sache in der Hand haben, da ist meine Altersklasse so verschwindend gering vertreten, dass ich manchmal meine, es wäre, hätte eine doppelt negative Auswahl stattgefunden. Erstens mal durch den schwachen Geburtsjahrgang, dann durch den Krieg. Das hat bestimmt einen Einfluss auf die Politik gehabt, die eben von alten Männern gemacht wurde. Das hat, wie ich finde, hat das der Bundesrepublik einen bestimmten Stil gegeben. Und zwar einen Altmännerstil, den ich in der Kleidung, im Protokoll, da, wo die Bundesrepublik sich äußerlich repräsentiert, bei Feiern, das ist für mich vollkommen fremd. Vollkommen fremd. Das ist, als wenn ich einen Film sehe aus dem Jahr 1910. Die Kleidung, die Manieren, diese Artikulation. Da fühle ich mich denen näher, die nicht mehr auf dieser Erde sind. Viel näher. Weil ich finde, dass ein Staat, der aus diesem Nichts gekommen ist, sowohl materiell wie geistig aus dem Nichts, zurückfällt in Stilformen, die ich einfach nicht passend finde. Also etwa Kleiderfragen spielen eine enorme Rolle im Leben jedes Menschen. Sehr banal und gleichzeitig extrem ausgedrückt würde ich manche Einladung zu einem großen Empfang etwa schon deshalb nicht annehmen, weil ich keine Lust habe, mich zu rasieren. Und weil ich gleichzeitig wissen würde, wenn du unrasiert gehst, das wird missverstanden. Aber das wäre für mich ein Grund, einen großen Empfang, sagen wir beim Bundespräsidenten, nicht zu absolvieren, weil ich keine Lust habe, mich zu rasieren und eine Krawatte umzubinden. Die Anarchie der Vor-33er Jahre und auch des Krieges war ja ein anarchischer Zustand. Das hat mich geprägt, gesellschaftlich auch. Und die politischen Ziele, die Artikulationen, die Reden, die Programme wären möglicherweise diskutabler oder mir näher, wenn dieser ganze Stil nicht dazu gehörte. Obwohl ich gleichzeitig weiß, dass es nebensächlich ist, weiß ich auch, ist es für mich sehr wichtig. Und das empfinde ich meinen Altersgenossen gegenüber, die nicht mehr leben, als so schrecklich, dass die alten Herren, diese 50- bis 70-Jährigen 1945, den Stil dieses Staates endgültig bestimmt haben. Die Betonung von Formalismen, eine der Hauptsünden der Nachkriegszeit. Spielregeln anstelle kritischer Bewältigung, Steine statt Brot. Böll macht diesen Vorwurf nicht nur den Politikern, er erspart ihn auch den Klerikern nicht. Ich habe also nichts gegen Omas Rosenkranz und Omas Andachtsbild, gar nicht, und Blumen vor Maria, Mutter Gottes. Ich glaube, dass die Befreiung eine innerliche sein muss, eine innere, eine Freilegung von gebundenen Kräften. Das ist das Entscheidende. Es könnte also sein, dass katholische Länder mit einer sehr, sehr rückständigen, sagen wir, Liturgie oder Andachtstradition uns, die wir liturgisch sehr fortschrittlich sind, eines Tages überholen. Ich denke an Südamerika,
Es sieht ja ganz so aus, als ob da der Klerus, auch der hohe Klerus langsam zur Solidarität mit den Ausgebeuteten sich hin entwickelt und dabei gar nicht so viel Wert legt auf liturgische Formen. Hier in Deutschland, wo die Liturgie und eine gewisse Ästhetik eine große Rolle spielt, seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg durch die Jugendbewegung, ist sehr viel gesellschaftspolitische Kraft abgelenkt worden durch diese Dinge, die einfach sekundär sind. Ich glaube, dass das Christentum, ich kann es hauptsächlich eben nur von der katholischen Seite aus beurteilen, weil das, mein Erfahrungsbereich ist, sich von der Verrechtlichung freimachen muss, von der Verrechtlichung religiöser Inhalte. Ich habe die Erlösung immer auch als Befreiung empfunden. Und ich glaube, dass die Befreiung noch aussteht, dass das Christentum, sagen wir, jetzt erst anfangen kann. Bisher war es historisch immer verbrämt, immer an ein bestimmtes System gebunden. Wenn ich also den ganzen historischen Krempel wegnehme und den teilweise durch falsch verstandene Traditionen aufgebürdete Verformungen des christlichen Staatsbürgers, wenn ich das alles mir wegdenke, und das kann sehr schnell geschehen, innerhalb einer Generation, vielleicht einer halben sogar, sehe ich im Evangelium selbst immer noch eine ungeheure Kraft und Stärke, auch für das Leben der Menschen untereinander, also eigentlich für das gesellschaftliche Leben. Steine für Brot werden auch dort angeboten, wo die Welt verschönt und vereinfacht wird, in der Werbung, im Showgeschäft. Auch hier finden Verführungen statt. Auch hier wird für die Realität ein falsches Versprechen gegeben. Die Wirklichkeit entartet zu einem Ballett, eine Welt, in der es keine Vergänglichkeit, kein Sterben gibt. Ich habe auch als junger Mensch den Tod gesehen, kennengelernt, dauernd mit ihm konfrontiert worden, im Krieg. Nicht nur im Krieg, aber jetzt in meinem Alter wird er schon sehr, sehr sichtbar, weil schon viele sterben, die ich kenne und gekannt habe als junger Mensch. Das ist ganz banal. Die Lektüre von Todesanzeigen und auch die Beerdigungen, die Todesanzeigen, die ich bekomme, machen mich eindringlich darauf aufmerksam, dass er in die Nähe rückt. Ja, jedenfalls immer näher, ja, als biologisches Faktum. Das schlimmste Verbrechen dieser modernen Welt ist, dass sie den Tod negiert. Das ist wohl eine amerikanische Ideologie, die auf uns übergesprungen ist. Alles ist immer jung und schön und froh und munter und eine große Täuschung. Eine ganz große Täuschung, die wieder durch die Propaganda der Kosmetika und der diese ganze Show-Touren, wo also nur junge Leute rumhopsen, verbreitet wird. Das ist eine große Täuschung und ich fürchte, dass diese jungen Leute, die der Propaganda erliegen, Angst vor dem Alter haben, was ich nicht angebracht finde. Man kann Angst vor dem Tod haben, aber Angst vor dem Alter eigentlich nicht. Das Alter, eine Lebensphase, die abgelehnt, die verdrängt, die nur widerwillig angenommen wird. Böll, der Köln die Stadt der alten Gesichter genannt hat, beobachtet alte Menschen mit Aufmerksamkeit. Ich stelle immer mehr fest, dass das Alter nicht unbedingt mit Weisheit gleichzusetzen ist. Dieser Abscheu der meisten alten Leute, etwa gegen die Apo, gegen die Beatniks, gegen die Gammler und gegen bestimmte gesellschaftliche Formen der Jugend, der jungen Leute, nennen wir sie so rein biologisch,
ist sehr unreif und sehr unweise. Sie müssten sich eigentlich erinnern, nicht, dass Sie genauso waren. Ich will diesen Prozess, der in der Jugend vor sich geht, nicht historisch bagatellisieren. Aber Sie müssten sich erinnern, dass ein Teil davon in Ihnen auch stattgefunden hat. Und ich fürchte, Ihre Bosheit entsteht, weil Sie resigniert haben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die jungen Leute viel reifer sind und viel weiser sind, weil sie sich doch meistens sehr zurückhalten gegenüber diesen Reaktionen, die sie berechtigen würden, auch böse zu werden. Also dieses berühmte Wort vom Opa, nicht? Opas Kino, Opas Roman und Opas, was weiß ich, Ehezimmer und so weiter, hat ja auch was sehr Scherzhaftes und sehr Lustiges. Und das darf man nicht alles mit einer gewissen Altersenttäuschung in einer biologischen Reaktion verschenken. Böll gibt der Rede vom Opa noch eine neue Nuance, indem er sich ausdrücklich zu Opas Schreibweise der Einsamkeit bekennt. Von aufwendigen Werkstattgesprächen und kollektiven Literaturbemühungen hält er nichts. Ich unterhalte mich mit Freunden, die Schriftsteller sind, auch über Literatur, aber das meiste hat dann doch einen mehr oder weniger Klatschcharakter. Es wird dann persönlich und es werden so Geschichten erzählt von den Kollegen und Kolleginnen. Gut, ich vergesse gleich wieder, aber die über die Arbeit, so dass wirklich das Literarische, nennen wir es Handwerk oder Schreiben, unterhalte ich mich sehr ungern. Sehr ungern, weil mir das Theoretisieren gar nichts nützt. Nicht beim Arbeitsprozess, wohl aber beim Ergebnis geht es um die Öffentlichkeit. In gewissem Sinn, meint Böll, gehöre jeder Schriftsteller zur außerparlamentarischen Opposition. Einer, der sich mit nichts hundertprozentig identifiziere, der aber trotzdem politisch wirksam werden kann. Einer, der in den gesellschaftlichen Prozess einsagt, der Nein sagt und widerspricht. Die außerparlamentarische Opposition beobachtet er folgerichtig mit Interesse, jedenfalls mit Gelassenheit. Die Bewegungen sind ja schon älter. Sie haben eigentlich angefangen mit dem Existenzialismus. Nach dem Krieg, den von Sartre geprägten Existenzialismus. Und alles Weitere, die Gambler, die Provos, die Beatniks und auch die Apo, die ja politisch und nicht gesellschaftlich protestiert, sehe ich noch als Weiterentwicklungen dieses Existenzialismus, als verschiedene Artikulationen, aber eigentlich als Weiterentwicklungen. Sympathie ist nicht das richtige Wort, weil das voraussetzen würde, dass ich den biologischen Status jung per se für ein Positivum halte, was ich nicht tue, sagen wir eher Erwartung. Ja? Und zwar mehr, ich erwarte mehr davon als von der Jugendbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich eigentlich sehr schnell angepasst hat, die sehr viele Leute geprägt hat, die heute die schlimmsten Konformisten sind. Die Tragödie passiert dann, wenn die etabliert sind. Das ist die Klippe, die auch diese Jugend hier wahrscheinlich überstehen muss, um weiter wirksam zu werden. Es gibt ja auch da Mitläufer und wahrscheinlich sogar schon Opportunisten, die auf Protest setzen oder das zum Lebensinhalt machen. Aber da, wo sie sich politisch artikuliert, ist sie klar ideologisch. Ich finde unmissverständlich. Ich habe nicht viel Angst vor den Ideologen der außerparlamentarischen Opposition, weil ich einsehe, dass sie extrem sein müssen. Sie können keine mittlere Lösung akzeptieren oder vorschlagen, weil die geschichtliche Entwicklung so, wie ich finde, falsch gelaufen ist. Ein Schriftsteller, heißt es,
unterscheide sich von anderen dadurch, dass er seine Jugend nicht vergessen hat. Heinrich Böll, ein Autor zwischen der Jugend und dem Alter. Ein Autor mit Erfahrungen, Ansichten und Hoffnungen. Immer auch mit einer begründeten Skepsis. Ich bin mir nicht ganz sicher über die Begriffe jung und alt. Ich halte beides, wenn es ideologisiert wird, für schlimm. Ich habe neulich gelesen, dass also, wenn das Wahlalter auf 18 herabgesetzt würde, würden 58% CDU wählen von diesen 18-Jährigen. Und das kommt mir sehr alt vor. Das, also diese ganzen Begriffe alt und jung setzen wir jetzt voraus, wenn man den biologischen Begriff. Und da bin ich der Meinung, dass es den Erwachsenen eigentlich nicht gibt. Das ist eine Fiktion. Das ist eine merkwürdige Fiktion, die durch die gesamte Literatur, durch die pädagogische, auch durch die belletristische, durch die publizistische Literatur geht. Ich glaube, es gibt keinen erwachsenen Menschen. Ich kann mir keinen vorstellen, ich bin auch fast noch keinem begegnet. Hin und wieder begegne ich einem und erschrecke, weil ich einen Menschen sehe, dessen Leben ganz planmäßig gelaufen ist.